Christian, ich freue mich, dass du heute hier auf der Foto Adventure bei mir in der Interviewbox bist. Du bist ja für ISO da. Erzähl doch mal ein bisschen, wie euer Stand aussieht und was vielleicht auch die Foto Adventure so besonders macht. Weil wir fangen mal mit deinem Stand an. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, unser Stand ist ziemlich groß, 30 Quadratmeter für unsere Verhältnisse. Wir zeigen da unser komplettes Grafikmonitorsortiment. Ne? Für die, die ISO nicht kennen, wir sind Spezialisten für alle möglichen Monitore. Aber hier sind wir natürlich jetzt speziell, weil wir ganz besondere Monitore für Fotografen und Videofilmer und überhaupt generell für Kreative bauen. Und die zeigen wir hier alle. Genau, da geht es ja um Farbgenauigkeit, genau. Die sind schon vorkalibriert, ne, damit man einfach wirklich auch das auf seinem Bildschirm sieht, wie das Bild nachher auch wirklich ist, damit man es dann ausgeben kann und so weiter. Das genau, der erste Schritt ist eigentlich, und deshalb machen wir das Ganze, dass man seine Datei sieht. Ne? Ja. Das ist das Wichtigste, weil die Datei ist ja das, was hinterher gedruckt wird, ins Internet gestellt wird. Oder wenn ich jetzt nicht die Datei exakt sehe, also das Motiv ist klar, ne? Aber in seinen Details, Farben, Helligkeit und sowas, sondern irgendwie ein nicht präzises Trugbild davon, dann kann ich ja nicht erwarten, dass dieses Trugbild dem entspricht, was ich ins Internet stelle, sondern das, was ich ins Internet stelle, ist die Datei. Und damit das funktioniert, braucht man einen besonderen Monitor. Und das ist genau das, was wir machen. Ich habe das meinen Teilnehmern in den Workshops immer so erklärt. Ne? Das heißt, wenn dein Monitor ein zu pinkes Bild anzeigt, was machst du dann? Dann drehst du grün rein. Genau. Und willst es ausdrucken und dein ganzes Bild ist grün, weil genau. Der Monitor das Bild falsch angezeigt hat. Ne? Das ist natürlich schon der Worst Case. Aber selbst wenn der Monitor zu hell ist, passiert das Gleiche. Ne? Dann machst du deine Bilder zu dunkel, damit du nicht geblendet wirst. Dann kommen die Bilder zu dunkel aus dem Drucker. Ne? Genau, das ist das Problem. Und da muss man eine ganze Menge für machen, dass das nicht passiert. Erstens braucht man einen richtigen Monitor dafür. Da muss man den auch noch regelmäßig kalibrieren, weil so ein Monitor altert. Und da muss man den Monitor auf das richtige Kalibrierungsziel einstellen. Und all das im Idealfall verlustfrei. Und das können unsere Monitore. Dafür sind die da. Ja, da muss man, wenn man das auf einem professionelleren Level betreibt, einfach ein bisschen Aufwand betreiben. Ne? Das ist halt einfach so und führt dann aber auch zu einem besseren Ergebnis. Ich kenne das von uns. Wir machen ja sehr, sehr viel Videobearbeitung und Videofarbbearbeitung. Das ist schon... Ja, das ist ja nicht ohne Grund ein extra Beruf. Genau, ne? Genau. Das ist schon relativ aufwendig und da muss man sich einfach auf sein Werkzeug verlassen können. Und genau. Was mir dann aufgefallen ist, eine ganz andere Geschichte, finde ich nur ganz witzig. Videoplayer geben Videos auch unterschiedlich in den Farben aus. Der eine Player macht eine andere Farbe als der andere, obwohl es die gleiche Datei ist. Ja, das ist... Dann wird es richtig schwer. Bei Video wird es dann nochmal viel komplexer, weil die machen auch ganz viel gar nicht über den Loop, über den Computer, sondern die machen das direkt vom Player in den Monitor rein und da muss der Monitor noch viel mehr direkt selber einstellen können, weil es halt einfach quasi dieses Regulativ des Computers nicht dazwischen gibt. Ja, genau. Okay. Haben wir aber auch Lösungen für. Ja, wie viele Monitore hast du unten aufgebaut, nur damit wir die Zuschauer mal so ein bisschen wissen? 10 zum Zeigen und dann haben wir noch so eine Vierer-Kombination, wo aber das sind Office-Monitore, die sind eigentlich nur dafür da, um ein paar Trailer von den Videos, die ich gedreht habe, zu zeigen. Okay, also du richtig groß aufgebaut, 30 Quadratmeter, alles da. Für unser Verhältnis ist das riesengroß, genau. Also da ging eigentlich nur noch die Fotokina drüber. Gott hab sie selig. Und das ist ja das Schöne, jetzt sind wir genau beim Thema Foto-Adventure, ne? Ihr habt einen richtig großen Stand, ihr seid natürlich hier, weil genau die passenden Kunden hier sind. Genau. Wie war es denn gestern der Tag? Warst du ja schon einen Tag hinter dir? Ja, ich glaube, ich kann es ganz gut vergleichen, weil außer auf der ersten Foto Adventure war ich nicht. Da war ich aber noch gar nicht bei ISO, aber seit der zweiten bin ich dabei und ich bin total begeistert gewesen gestern. Bin ich immer noch natürlich. Schön. Weil es war total viel los. Ne? Wir haben ja schon festgestellt, dass im gesamten Kulturbereich offensichtlich ganz viele Leute verlernt haben, rauszugehen und alle, ob es jetzt Konzertveranstalter, Theater und alles in diesem Freizeitbereich sind, die klagen darüber, dass das echt überhaupt nicht mehr so zurückgekommen ist, wie es vor der Pandemie war. Und ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das war gestern der besucherreichste Tag, solange ich mich erinnere. Jetzt haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir da neben der Social, die Community Stage, so heißt sie, stehen. Und von daher war da immer viel los, dann sind die zu uns rübergekommen, wir sind nah am Eingang. Also wir haben eine tolle Position und nach meinem Empfinden war wirklich super viel los. Aber auch draußen, da war ich ja nicht so oft, aber da auch dachte, wenn die alle hier drin sind, dann kann ja draußen nicht viel los sein. Da war noch mal viel los. Ne? Also ich bin total glücklich und meine Erwartungen wurden total übertroffen. Ich kann das übrigens nur bestätigen. Bei Workshops ist es bei uns so high-low. Ein Workshop super ausgebucht, alles läuft, der nächste aus irgendeinem Grund gar nicht. Also die Leute sind teilweise sehr zögerlich geworden. Und mein Eindruck war auch, hier ist richtig viel los. Ja, ne? Total. Und das ist echt schön, weil man sieht viele Leute, man hat auch wirklich sehr viele gute Gespräche und auch sehr tiefgehend. Das waren sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr interessierte Kunden da. Genau, also genau, ist jetzt nicht so, dass
das immer schon, also es, zu viel ist ja genauso doof wie zu wenig. Ja. Ne? Wenn jetzt schon 20 Leute mit den Hufen scharren, weil man jemandem irgendwas erklärt, ist das ja sowohl für den jemanden, der da gerade was erklärt kriegt, als auch für die, die warten, blöd. Mhm. Also es ist so, dass immer viel los ist, aber nicht so überfüllt ist, dass man das Gefühl hat, man kann den Besuchern überhaupt nicht gerecht werden. Also das war total gut. Hast du dir denn den Rest der Halle auch mal angeguckt? Ja, mit klar. Allen anderen Ausstellern? Wie war da dein Eindruck? Naja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir beide dem Fahrradfahren so ein bisschen anheimgefallen sind. Dir sieht man es eher an als mir. Nichtsdestotrotz trifft natürlich die Zusammenstellung der Halle all meine Beuteschemata. Ne? Okay. Also, dass ich Fotograf bin, ist kein Geheimnis. Dass ich Landschaftsfotograf bin, auch nicht. Insofern das Thema Reise. Landschaftspark? Ich komme ja vom Niederrhein. Ne? Also hier bin ich Mitte der 90er langzeitbelichtungsmäßig sozialisiert worden. Ne? Also das habe ich alles noch auf Dia fotografiert. Aber da kommt also Reisen dazu, aber eben auch noch das Thema Fahrrad, was ich halt ein perfect Match finde. Ne? Also für mich, für meine Interessen ist das hier quasi Paradies. Ne? Also quasi, du hast an jedem Stand was Neues entdeckt. Genau, ne? Also ja, cool. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Da bist du, ne? Also, definitiv. Und du auch nicht. Also wir sind hier schon zu zweit und ich glaube, das ist eine totale Bereicherung, dieses Thema jetzt noch dazu zu nehmen. Ja, ich glaube, deine Begeisterung hat man eben gemerkt. Genau das ist der Grund, warum man eben auf eine Foto-Adventure kommen muss. Ne? Also es gibt so viele Workshops, ja. So viele unterschiedliche tolle Sachen. Foto, Video, das ganze Zubehör, das Drumherum, natürlich die ganzen Outdoor-Geschichten, Fahrräder mit dabei. Also es ist, und lauter Irre, die ähnliche Interessen haben, ne? Wo man nicht so raussticht und sagt, jetzt kommt der wieder mit seinem... Jetzt freut er sich wieder über eine bestimmte Trinkflaschenhalterung am Fahrrad. Ja, der hat sie ja eh nicht alle. Sondern andere sind, ja, die habe ich auch schon gesehen, die ist gut, probier das mal aus. Ne? Ja. Also das ist ja auch ein Faktor, ne? Dass man auf halt jeden quasi Fall auch noch viele Gleichgesinnte trifft. Und ja, ist schon wirklich toll. Also, super cool. Christian, ja. Ich danke dir vielmals. Ich fand es richtig cool, dass du hier warst. Ja, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon aufs nächste Interview. Genau.